Wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute einen eigenen Stack programmieren. Gell? Wir haben gesagt, es gibt auch auf Hardware-Ebene, gell? Beim Z80 haben wir das gesehen, da gibt es einen Stack-Speicher, gell? Und da haben wir auch von der Stack-Adressierung gesprochen, gell? Und da haben wir gesagt, da gibt es einen Push und ein Pop, gell? Und mit Push und Pop kann man hier Daten, also Push ablegen und Pop-Daten wieder herausholen aus dem Stack, gell? Und diese besondere Adressierung und dieser besondere Speicher, den braucht man ja manchmal in der Algorithmik, aber vor allem brauchten wir den auf einem sehr, sehr tiefen Niveau unserer Rechner, gell? Und zwar, wenn wir unsere Programme mit Unterprogrammen kompilieren und übersetzen, dann würden wir beim Anschauen sehen, dass wir bei jedem Unterprogrammaufruf, gell? Also Funktionen, Methoden, Prozeduren und so weiter, immer den Stack verwenden. Gell? Und zwar werden lokale Variablen dann irgendwo immer auf den Stack abgelegt, gell? Und wenn wir lokale Variablen, Parameter, Rücksprung, Adresse, solche Dinge werden dann auf dem Stack gespeichert, und wenn wir dann das Unterprogramm verlassen, wenn wir also Return machen, gell? Dann wird dann der verbrauchte Speicher für die Funktion wieder zur Verfügung gestellt, wird also wieder freigegeben. Gell? Und also das ist dann keine FIFO, gell? Also nicht first in, first out, sondern immer die gerade laufende Funktion, wenn man die also verlassen, wird also der zuletzt verwendete Speicher freigegeben. Gell? Oder es ist also keine FIFO, sondern es ist eine LIFO. Gell? Last in, first out. Gell? Also die letzten Daten werden dann als erstes wieder abgebaut und weggenommen. Gell? Gell? Oder gerade das mit dem Stack oder so, gell? Denkt an die Verwaltung. Gell? Wenn dort ein Stapel von Anträgen zu verarbeiten sind, gell? Und es kommt immer wieder ein neuer dazu, wo wird denn der hingeben? Wird nicht der ganze Stapel angehoben, um den neuen Antrag unten reinzugeben? Nein, der Antrag wird einfach oben drauf gelegt. Gell? Kommt dann auch ein Antrag, wird oben drauf gelegt. So, wenn wir die Anträge verarbeiten, wo holen wir sie? Oh, wir gehen nicht den Stapel anheben und nehmen unten einen raus. Na, wir nehmen wieder oben. Gell? Also bei dem Stapel landen also die neuen Anträge oben, und die zu verarbeiten werden von oben geholt. Gell? Es ist also kein FIFO, sondern ein Last in, First out. Und das wollen wir selbst programmieren. Wir wollen also einen Stapel programmieren, der den Speicher von bis zu 100 Int-Werten mal in der ersten Version zur Verfügung stellt. Gell? Und dann wollen wir noch die Funktionen Push, gell, programmieren und Pop. Gell, Push legt einen Int-Wert auf dem Stapel ab und Pop holt den zuletzt abgelegten Wert vom Stapel. Gell. Ja, und das wollen wir als Modul schreiben und zur Verfügung stellen, und dazu müssen wir dann auch ein Testprogramm schreiben, um zu sehen, ob das funktioniert. Gell? Also ein Testprogramm, das so ein bisschen Push 3, Push 2, Push, gell? Okay. Und und dann mit Pop wieder was abholt, dann wieder Push was drauflegt, gell? Mhm. Gell? Also, wenn wir uns das mal so anschauen wollen, da, nein, nicht hier, sondern hier, gell? Also, sei das unser Stack, gell? Wenn ich jetzt ein Push abgebe, dann wird es hier abgelegt. Push 3. Mhm. 3. Okay. Push 2. 2. Mhm. Pop. Aha. Pop holt die 2, gell? Und gibt sie zurück. Gell? Push 5. 5. Mhm. Push 7. 7. Pop. Nimmt den letzten Wert, gibt ihn zurück. Pop nimmt den letzten Wert, gibt ihn zurück. Pop nimmt den letzten Wert, gibt ihn zurück. Gell?
Ja, das ist die Idee der Funktion eines Stacks, gell? Also der Stack, gell, braucht zwei Funktionen. Push, um Daten auf den Stack zu bringen, Pop, um Daten von Stack zu holen, gell? So, und in dem Fall geben wir ihnen sogar einen Typ und sagen, das ist ein Integer Stack. Ja, gute Arbeit.